8 Jahre lang habe ich in einer wunderschönen Serie von Kika Beutolomäus und der Weihnachtsmann den Weihnachtsmann gegeben. Dann hat es in Kika Krach gegeben, da kam ein neuer Intendant. Ja. Und der neue Intendant hat entschieden, dass Beutolomäus, also mein Partner, ein Puppenspieler, der in diesem Sack da sitzt und alles wunderbar auch technisch macht. Den wollte man ersetzen. Und den wollte man ersetzen. Man wollte ihn digitalisieren. Und dann habe ich dann gedacht, also Freunde, noch durften wir miteinander reden. Der ist der Partner weg. Da stellen Sie sich mal vor, ich spreche mit Herrn Glaser und der kommt gar nicht. Der wird irgendwann dann eingeblendet. Und die fragen, man hat doch keine Beziehung mehr zu dem. Und da habe ich mich doch ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Denn MDR war ich und habe die Geschichte genauso erzählt wie jetzt Ihnen. Und was passiert? Das hat er mich auch rausgeschmissen. Meine, das ist DDR-Diktatur und das sind auch so eine Hierarchen, ja, die einfach beleidigt sind, obwohl er eine Verantwortung hat für das Ganze, aber er ist als Leiter von Kika verantwortlich und beleidigt, ja, und hat mich dann auch rausgeschmissen. Dann waren Sie da auch nicht mehr dabei. Aber bis jetzt wurden alle Folgen, alle wir haben da viele Filme gemacht und Serien und die werden alle wiederholt. Werden alle in diesem Jahr kommt der neue Weihnachtsmann. Ah Gott. Ich bin gespannt.